In diesem Video erläutern wir wichtige Änderungen bei der Besteuerung, die möglicherweise bald auf Einnahmen erzielende Creator außerhalb der USA zukommen können. Die Angabe von Steuerinformationen ist oftmals eine große Herausforderung. Deshalb erklären wir dir genau, was sich ändert und was du tun musst. Weitere Einzelheiten findest du unter den Links in der Beschreibung. Legen wir los! Worum geht es? Creator außerhalb der USA werden demnächst möglicherweise Steuern von ihren US-Einnahmen abgezogen. Google ist gemäß Kapitel 3 des US-amerikanischen Steuergesetzes Internal Revenue Code verpflichtet, von allen Einnahmen erzielenden Creatoren außerhalb der USA Steuerinformationen einzuholen und gegebenenfalls Steuern abzuführen, wenn sie Einnahmen durch Zuschauer in den USA erzielen. Diese US-Einnahmen können aus Anzeigenaufrufen, YouTube Premium, Super Chats, Super Stickern und der Kanalmitgliedschaft stammen. Was bedeutet das für dich? Du wirst gebeten, deine Steuerinformationen in AdSense zu hinterlegen und das funktioniert so. Wähle in AdSense Zahlungen und dann Einstellungen verwalten. Dort siehst du eine Option zum Verwalten deiner US-Steuerinformation. Anhand einiger Fragen wird ermittelt, welches Steuerformular du einreichen musst. Das Online-Steuerformular ist in deiner AdSense ausgewählten Sprache verfügbar. Creator außerhalb der USA müssen entweder das Formular W8BEN, welches normalerweise für natürliche Personen gedacht ist, oder W8BENE, welches normalerweise für Unternehmen gedacht ist, ausfüllen. Wenn du nicht weißt, welche Formulare du ausfüllen musst, wende dich an deinen Steuerberater. Übrigens, auch wenn du Zahlungen über ein MCN erhältst, musst du dennoch deine Steuerinformationen über das mit dem Kanal verknüpfte AdSense-Konto einreichen. Wie hoch wird der Steuersatz sein? Die Höhe deines Steuersatzes hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel, ob du ein gültiges Steuerformular eingereicht hast, wie hoch die Einnahmen deines Kanals durch Zuschauer aus den USA sind und ob das Land, in dem du ansässig bist, ein Steuerabkommen mit den USA geschlossen hat und du die Vergünstigungen daraus in Anspruch genommen hast. Sehen wir uns diese Faktoren einmal genauer an. Erstens, hast du dein Steuerformular eingereicht? Nach dem Einreichen eines gültigen Steuerformulars findest du deinen Quellensteuersatz in AdSense unter Zahlungen. Die Quellensteuersätze liegen je nach Land zwischen 0 und 30% und werden auf deine monatlichen US-Einnahmen aus AdSense erhoben. Rufe zur Berechnung deiner US-Einnahmen YouTube Analytics auf und klicke auf Erweiterter Modus. Wähle hier den gewünschten Zeitraum aus. Da du deine Zahlung monatlich erhältst, solltest du den Monat auswählen, für den du deine Einnahme rechnen möchtest. Klicke anschließend auf Region, füge einen sekundären Messwert hinzu und wähle Geschätzter Umsatz aus. In der Liste der Länder unter der Grafik siehst du neben USA deinen geschätzten US-Umsatz. Wenn dein Quellensteuersatz beispielsweise bei 30% liegt und sich deine monatlichen US-Einnahmen auf $200 belaufen, würden monatlich $60 an Steuern einbehalten. Was passiert, wenn ein Steuerformular nicht eingereicht wurde? Sollten Google bis zum Inkrafttreten dieser Änderung keine Steuerformulare von dir vorliegen, ist Google gesetzlich dazu verpflichtet anzunehmen, dass du in den USA ansässig bist, wenn du ein AdSense-Konto für Privatpersonen hast. Bis deine vollständigen Steuerinformationen vorliegen, müssen dann möglicherweise bis zu 24% von deinen weltweiten Gesamteinnahmen einbehalten. Nicht nur von deinen US-Einnahmen. Je früher du deine Formulare also einreichst, desto besser. Und zu guter Letzt, hat dein Land ein Steuerabkommen mit den USA? Manche Länder haben ein Steuerabkommen mit den USA geschlossen, durch das sich der Quellensteuersatz für deine Einnahmen verringern kann. Wenn du also deine Steuerinformationen hinterlegst und eine Vergünstigung aus einem Abkommen in Anspruch nimmst, kann sich dein Steuersatz reduzieren. Zum Beispiel, Creators in Deutschland, Kanada, Frankreich, Russland und Japan und weitere Länder haben möglicherweise einen Anspruch auf einen Steuersatz von 0%. Während Creators in Mexiko, Korea, Portugal und andere Länder möglicherweise Anspruch auf einen Steuersatz von 10% haben. AdSense zeigt automatisch die Option zur Inanspruchnahme einer Vergünstigung an, wenn ein Steuerabkommen zwischen den USA und deinem Land besteht. Um eine Vergünstigung aus einem Steuerabkommen in Anspruch zu nehmen, musst du im Steuertool in AdSense unter Steueridentifikation eine Nicht-US-Steueridentifikationsnummer angeben. Diese wird vom Zentralamt für Steuern erteilt. In manchen Fällen kannst du auch eine US-Steueridentifikationsnummer angeben, wie eine Employer Identification Number, EIN, oder eine Individual Taxpayer Identification Number, ITIN. Eine Liste der Länder, die derzeit ein Steuerabkommen mit den USA haben, findest du unter dem Link zur IRS-Website in der Beschreibung. Ausführlichere Informationen zur Steuerpflicht findest du in der YouTube-Hilfe und unter den Links in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen!